Ihr habt es erwartet, vermutet und jetzt ist es soweit. Es gibt Farmers Dynasty 2 als Demo. Es ist noch nicht raus. Und wir müssen es natürlich spielen. Und der Revenger fragt gerade, ist es Playway? Nein, es ist genau nicht Playway. Es ist der Gegenentwurf. Das sind der Publisher, der auch Medieval Dynasty gemacht hat. Die ganze Dynasty-Serie. Farmers Dynasty, Lumberjack Dynasty, Medieval Dynasty. Leider dann auch jetzt Western und Son Goku Gedöns Dynasty. Nicht Son Goku, wie heißt es? Sen? Keine Ahnung, noch eine Dynasty. Ziel des Spiels ist es immer, irgendwas aufzubauen. Was es gerade ist, in dem Fall also ist es Bauern, Hof und Felder. Und eine Familie zu finden und Nachwuchs zu schaffen, der dann irgendwann deine Rolle übernimmt. Mhm. Son Goku, genau. Ja. Und wir spielen jetzt. Achso, ja, und es hat diese furchtbar käsigen Anmachsprüche. Weil du musst ja eine Frau suchen. Und meine Frau wurde einfach nicht schwanger. Also meine auch nicht, das ist gut so. Ich hoffe mal, dass es nicht abstürzt oder sonst was, aber wir spielen jetzt mal. Welcome to the demo of Farmers Dynasty 2. This is an early version of the introduction. There will be a short cutscene here in the near future. Gut. Es ist ja nur eine Demo. Hello, you're the new owner, I presume. I am indeed. And who might you be? I am Molly. I live here nearby. Me and my grandfather used to know previous farm owners well, so he asked me to show you around. Nice to meet you, Molly. But I've been told the farm would be in good condition. While this... It's in excellent condition, considering the circumstances. After the war and economic crisis, most folks left the valley, and many farms are in even worse shape. I see. Yeah. So, could you show me the place? Sure, that's why I'm here. Follow me. Achievements in a demo? You can see the garage on the left and greenhouse on the right. Both require some repairs, but should serve you well when fixed. Das ist halt eben eine Farmsimulation. With a little work, this cowshed can be a proper home for your animals. They will need one to survive the winter. Aber mit Lebenssimulation, mit Dating, mit Handeln, mit Aufträge für andere machen, mit Häuser reparieren, sieht schon toll aus. Der erste Teil ist komplett auf Deutsch. Farm will require some serious work, especially that roof. You can use scaffolding to climb up there. Pick up scaffolding. Was ist ein scaffolding? Da. Gut, machen wir doch mal. Was? Aha, ja. Fangen wir doch hier mal an. Wow. Von der Story her genauso wie das andere. Nee, überhaupt nicht. Zeitlimit schon, also der Tag, die Zeit vergeht schon, aber der nächste Tag ist dann da. Also es gibt schon Dinge, aber kein Zeitlimit so jetzt von jetzt schnell, sondern du musst deinen Tag schon ein bisschen planen. So. Mhm. Warte mal. Da oben hin soll ich. How's the view up there? All right, let's move on. Und du hast normalerweise kein Fall Damage. The house may be in a rough shape, but it will be cozy and comfy once properly repaired. Nee, überhaupt nicht. Pretty soon, some neighbors might want to sell you their hens.
So if you want your own source of meat and eggs, you should fix your hen house. That's all fine and dandy, but where am I supposed to live if the house is an old ruin? If you follow this path into the forest, you'll find a small wooden house. You can stay there while you fix the farm. Okay. Come with me, I'll show you. Ja, ja, das ist sehr entspannt. Das ist, es ist zum Teil sogar ein bisschen eintönig. Manchmal wird es ein bisschen langweilig und repetitiv, weil du ja eben, also das Pflügen ist halt eben Echtzeit, ne? Das Reparieren zum Glück nicht. Aber die Grafik ist deutlich besser als beim ersten. Here we are. You can live here until you renovate the big house. You just have to fix the door. There should be some old planks lying around. What about cooking? You will have to chop wood for the fire. You shouldn't have trouble finding it. Since this whole forest is yours now, you can even sell some if you chop too much. There's also a greenhouse here. It's not as big as the one on the farm, but it's in much better condition. I see you are a skilled craftsman and have a trained eye. Use this skill to analyze your surroundings. Mhm. So, wo sind die alten Planken? Hier? Ja. So, und jetzt können wir anfangen. Du fängst immer mit einer Ruine an. Looks solid. Good job. How about cutting a tree down now? Zack. Gut, pick up die Axt. Die haben wir doch gesehen, ne? Wo waren die Axt? Da. Also vom Anspruch her ist es durchaus wie Playway, aber es ist schon nachvollziehbar viel zu tun. Die Animationen sind ganz ordentlich. Ja, liegst du jetzt gut. Damit. Keine Ahnung. Genau. Was soll ich machen? Firewood. Was soll ich denn tun? Demo, bist du kaputt? Hallo? Redest du mit mir? Na? Axtmörder. Ja, was mache ich jetzt? Habe ich hier Firewood? Und wie kriege ich die Axt weg? Ah. Ich muss
Aha. Genau. Das Tutorial ist noch ein bisschen buggy. Das wächst sich raus. Ah ja. Ich habe Firewood, gut. You handle that axe really well. Almost like you've done this before. Here, this is for you. I'm sure you can put these to good use. You will need your strength after all. So. Ich weiß, warte. Ich weiß halt nicht. Warte mal. Controls. Ah, das ist neu. Wie mache ich das? Ah ja, gut. Hallo? Ja. Wie geht das? Jetzt Hilfe. Ich weiß nicht, wie es geht. Essen musst du schon, ja, stimmt. Essen musst du. Das habe ich ganz vergessen. Tja.
nicht dorthin. Left Mouse Button, oder? Ist da noch was, wo ich kochen kann? Ich schnapp mir noch mal Feuerholz, weil irgendwie, wo soll ich da? Darf ich da bitte? Ich verstehe es nicht. So. Angst. Gut. Jetzt schaue ich mal. Upsa, ich habe mich verlaufen. Ah, da. Müssen wir es da reinmachen oder was? Nee. Okay. Kein Mensch braucht Stimpaks. So. Aber irgendwie. Wir machen es nochmal an. Was? Quatsch. Das ist noch ziemlich buggy, oder? Ach da. War das eben schon da? Oh nein, ich bin so doof. It smells really nice. Apparently you have many skills to reveal. The power of natural vegetables and one secret ingredient. Here you go. This is for you. Lecker Tomaten. It's really hot. Passierte Tomaten. Ich bin so doof. You did great. I think you'll fit here with us nicely. It looks like a lot of work ahead, but I'm really starting to enjoy it. Ich liebe die Dinger. Es tut mir leid, ich liebe die einfach. Die Dialoge sind alle auf Deutsch dann auch. Best of luck to you. Oh. Ich habe einen sozialen Punkt bekommen. Und jetzt muss ich schon da hinten hinrennen. Das Spiel speichert immer, wenn du eine Quest abgeschlossen hast. Du kannst aber zwischendrin immer speichern. Also bei den anderen war es so. Und du rennst sehr viel rum. Du hast irgendwann natürlich auch Fahrzeuge. Kannst ja mal im Let's Play mal ein bisschen was reingucken, ne? Von Farmers Dynasty. So den Anfang vor allen Dingen. Der Anfang ist am spannendsten. Wenn du noch Sachen reparieren musst. Aber erstmal gehen wir mal zu dieser Frau. Ich will nicht zu viel verraten. Hello, you look a bit troubled. Do you need any help? Well, I do actually.
Have you seen my barn? As soon as I moved in, it started falling apart, and I can't afford to have it fixed. How come? I spent all of my money on this farm. I thought it was a great bargain, even if some buildings were a bit run down. Guess I'll have to sell my old tractor to afford repairs. Did you say tractor? I'd gladly fix that barn for you if I could have that old fella. You would? That's wonderful! Genauso funktioniert das beim ersten auch. If you can fix the barn and the silo, it's all yours. I'll even throw in some food as well. Sounds like a good deal. I better get to work then. You're a real lifesaver. Feel free to use any old planks or rubble you'll find lying around the farm. Das ist genau das. Am Anfang dein ganzes Farm-Equipment. Ich habe jetzt erstmal schöne Soße, schönes Würstchen gekriegt. Also ich habe es immer geliebt. Ja, gehen wir mal rein. So. Da muss ich hoch. Gut. So. Wo ist denn mein Repair-Ding? Da ist die Map. So, dann schauen wir doch mal, wo wir alte Planken finden. Hier nicht. Da. Na? Ja, das ist klar. Aber da müssen wir doch jetzt... Sollen wir machen da einfach weiter. Rechte Maustaste. Kommen wir da hin? Klar. Okay, wir müssen aber noch mehr Repair Material suchen. Hallo. Okay. Aha. Ich mag das sehr gerne. Hier ist ja alles.
Jetzt haben wir ja ein bisschen was. Die Nagelpistole macht einen irgendwann wahnsinnig. Was ist denn? Ah ja. Das ist noch ein bisschen unausgegoren, aber egal. Jetzt ist es nur noch das Dach. So, wie komme ich hoch? Ah, wir müssen noch eins hinstellen. Hallo? Wie geht das? Also, dann legen wir es wieder weg. Padam. Hallo? Ja, das sind wir doch. Nicht runterfallen. Upsa. Ja gut, macht aber nichts. Nicht sehr realistisch, aber schön. But wait, there's more. Na, wo haben wir noch was? Ja. Ich sehe nichts Rotes mehr. Denn tja. Gehen wir noch auf die andere Seite. Ah ja. Der Questpfeil ist falsch, der zeigt nur den insgesamten. Tja, wo ist der Rest? Ach hier. Und das Silo. Wo ist das Silo? Da. Ja. Dum, 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 dum.
Wie gesagt, der Anspruch ist nicht so hoch, aber... Du haust ein paar Nägel rein und schon ist fertig. Oh, ja, das dachte ich mir. Da unten noch. Was noch was? Ne, nur da oben. Können wir jetzt wieder ein Scaffold bauen? Ich habe vergessen, wie man die wegmacht, aber egal. Also ich muss jetzt nochmal dahin. Nicht runterfallen. Doch. Um Gottes Willen. Kommen wir jetzt schon hin? Ja. Was fehlt denn noch? Lass mich raten, das Dach. Nein. Ah, gut. Wir haben wirklich keinerlei Fallschaden. Na, da oben. Okay, und noch ein Scaffold. Der Itemwechsel war vorher angenehmer beim alten, aber vielleicht arbeiten sie ja noch dran. Aber insgesamt ein sehr entspannendes Spiel. Ja, geschafft. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz. Nee, Quatsch. Zack. Jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Zack. So, wir gehen mal zu Emily wieder. Bisschen mit Droh-Dings. Your farm is fixed. Thank you so much. The tractor is in the garage. I'm glad it's in good hands now. Warum hat die so seltsam geguckt? Aber die ist witzig. So, der Traktor. Collect your reward. Da ist er. Wo ist der Eingang? Da. Wo ist der Traktor? Da ist er. Okay, wir suchen noch das... Es hat auch immer so ein bisschen was von einem Wimmelbild. Das war vorher nicht. Ich habe ihn gefunden. Aha. Ah, jetzt zeigt es mir. Da nicht. Da. 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 La la la. Ah, warte mal. Change camera. Nein. Das muss ich noch irgendwie nach Hause bringen. Das
sag mal so, es ist also anspruchslos wie ein Wimmelbildspiel irgendwie, wenn man mal die Mechaniken hat. Also das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber egal. Und dieser Traktor, der kann halt eben nur 14 Stundenkilometer. Aber der ist relativ geländegängig. Nur ins Wasser sollten wir vielleicht nicht fahren. Jetzt haben wir aber erstmal unseren ersten Traktor verdient. Und wie gesagt, das ist am Anfang immer so, du hast kein Geld, aber du bist ein guter Arbeiter. Herr Koch schafft da nicht so viel. Also Entschleunigung ist da schon das Ding. Ne? Also es scheint in einer anderen Zeit zu spielen, weil das Farmers Dynasty 1 spielte tatsächlich in der Jetztzeit. Ne? Und ich dachte, Krieg, ne? Ich denke mal, das passen sie noch an. Aber so hat man auch im ersten Teil seinen ersten eigenen Traktor gekriegt. Ja. Und man darf nicht vergessen, das ist nur die Demo. Das sieht aus, als wäre das nicht der richtige, oder? Ich muss noch ein Tor aufmachen. Aha. Ach ich. Darf ich absteigen? Ja. Ah, gut, okay. Ah, ich stand auf eine Art und Weise. Gut. Dingsbums, gut. Das ist toll. Und zwar haben wir schon fast einen neuen Traktor. Er ist völlig verrostet und ich mache dann zweimal Wurzelbürste. Oh. Und er ist so gut wie neu. Ist ja schön, oder? Mhm. Keine Ahnung, was ich da mache, aber... Ich liebe das. Noch ein bisschen. Okay, und jetzt geht's um einen alten Flug. Ah, hier ist das Geschäft, ne? Später. Später können wir natürlich uns auch neue Sachen kaufen. Das sind die Felder, die wir nachher mähen müssen. Also, es ist sehr entschleunigt. Es ist ein Zeitfresser, aber es ist halt eben, ja. Und weiter geht's. Was will die? Well, hello there. May I help you? Well, perhaps you could indeed. I can't help but notice that old plow there looks unused, and I could use one myself. Right you are, sir. We have no use for it, really. Never thought of selling it, though. Perhaps I can work for it. Truth be told, I don't have much money. Sounds good. See that field over there? I need it harvested. And since my brother is out for the whole summer, I'm afraid it's going to waste. Oh ja, das machen wir noch und dann ist fertig. Not sure. Like Scythenol? No, no. See that harvester? You can use it. It's just, if you're going to take the plow, I'm going to need the field plowed afterwards, too. Think you can do it? Mm-hmm. Lady, in this case, we have a deal. I'm off to work. So, wo ist er denn? Wo ist der Harvester? Da.
Jetzt wird's echt, jetzt wird's klasse. Zack. Und das Feld müssen wir jetzt machen. So. Wir fangen einfach mal. Ja, aber nicht so. Es geht ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl, als beim Original. Davon wirst du halt eben sehr, sehr viel machen müssen. Das ist. Können wir versuchen es mal. Ich habe ja immer diese Taktik gehabt, dass wir diese Rundentaktik, Schneckenhaus machen. Das ist unüblich, aber. Es ist das Schnellste ohne viel Wenden. Der ist schneller als mein Traktor, aber ich kann ja auch leider nicht behalten. Später haben wir noch einen besseren. Das Ding ist halt eben irgendwann voll. So. Die Ecken sind noch ein bisschen unrund. Jeder ordentliche Bauer würde mich jetzt sofort erschlagen. Aber es ist ja keiner hier. So, das wird aber nicht reichen. Wir müssen wirklich noch die... Gut, das haben wir. Stellen wir den mal weg. Machen ihn hoch und aus. Und steigen aus. Ich denke, wir müssen jetzt auch noch müssen wir unseren Traktor holen. Aber den müssen wir ja eh holen, weil wie sollen wir das Ding sonst mitnehmen? Ja. Da. Ah, müssen wir nicht. Genau. Die Fahrzeuge sind immer auch gleich Schnellreisepunkte. Deswegen ist es manchmal ganz sinnvoll, Fahrzeuge strategisch zu platzieren. Das war schon immer so. Ja, seitdem ich dieses Spiel gespielt habe, das alte, das Original,
seitdem habe ich da auch Spaß dran. Ja, und das hier ist jetzt wirklich aber alles sehr so nach dem Ersten Weltkrieg oder so. Weiß nicht. Es spielt sich fluffiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das erste war etwas hakliger. Ja, wir sollten vielleicht, bevor wir aus da reinfahren. Genau. Ja. Manche Sachen sind so realistisch nicht. Und das Schlimme ist, dass ich diesen... Upsa. Da versage ich immer. Ist das überhaupt die richtige Stelle? Ich habe keine Ahnung, wo man den dran macht. Ah. Zack. So, und jetzt müssen wir das Feld pflügen. Mit dem ganz alten Flug. Nee, du stehst nicht im Weg, wieso fragst du? Oh. Ja. Mhm. Im Weg? Nein, 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 du stehst nicht im Weg. Ich will doch, dass ich das Feld hier, ne? Warte mal. Dafür müssen wir erstmal, wir haben richtig mitgedacht. Da stehen wir mal weit weg. Die Sache ist die, dass du irgendwann halt wirklich jede Menge Felder hast und dann ist dein Tagesablauf, gerade wenn es die Ernte hergibt, ne? So, warte mal. Ja. Jetzt brauchen wir eine andere Kameraeinstellung. Genau. Da gab es vorher immer so eine schöne Anzeige, wie weit du bist, ne? Aber das kommt vielleicht noch. Oh, der ist wendig, das ist gut. Echter Wendigo. Aber ah, ich bin mit der Steuerung. Also das kann ich auch im Auto nicht, ne? Also auch in echt nicht. Bei dem ersten hast du auch irgendwann so eine Beilenpresse, ne? Heubeilen zu machen, die du verkaufen kannst. Ist ein echter Zeitfresser, aber ich finde es extrem entspannt und sehr schön. Und es ist halt eben nicht so dröge exakt wie der Original Farming Simulator. Und es ist halt eben immer noch so ein bisschen Story dabei und das ist gut. Und er ist ein bisschen, ja, also er ist ein bisschen nachgiebiger in Sachen Spur. Das heißt, der macht dann schon die ganze Spur richtig, auch wenn du ein bisschen falsch stehst.
aber so, wie soll ich sagen, minimalistisch das Reparieren ist, umso exakter ist halt eben wirklich das da. Du hast dann später noch so einen Düngertrack und so weiter. Du hast auch irgendwann Kühe. Dann machst du deinen eigenen Dünger. Ansonsten kaufst du ihn halt. Es gibt Läden, Shops und so weiter. Du bist viel in der Gegend unterwegs. Beim ersten. Wie weit das hier geht, weiß ich halt eben nicht. Wie viele Demos haben wir heute? Oh mein Gott. Nach dem Feld machen wir Schluss. Ich meine, 2 teure Landmaschinen erworben, ist ja auch ein guter Schnitt. Ups, so. Na komm, doch, machen wir. Ich brauche ja nie 100%. Bei meinen eigenen Feldern dann irgendwann schon, weil du willst ja... Du willst ja auch den entsprechenden Ertrag haben. Ah doch, das sage ich. So. Stopp. Ja. Noch 2 Runden, dann haben wir's. Runterflügen, aber es hat ja gereicht. Ja. Juhu. Na komm, doch, wir machen's. Bin mal gespannt, wann sie sagt, es reicht. Na, eine Runde müssen wir noch. Müsste es aber gleich schon. Ja. So, dann machen wir das Ding hoch und reden mit ihr. All right, all done. Thank you. You can keep the plow as promised. I will put it to good use for sure. Thank you. Okay. Also. Den müssten wir jetzt noch heimbringen. Das machen wir aber nicht. Ich sag danke fürs Zuschauen. Trotz oder sogar wegen dieser Vorkommnisse ist der Aufforderung, den Kanal zu abonnieren, unbedingt Folge zu leisten. Dieses dient ausschließlich der Schadensbegrenzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ciao. Ciao.